Jetzt, liebe Zuschauer, melde ich mich aus einem Rettungswagen und bin verabredet mit Dr. Alexander Neumann. Er ist Oberarzt in der Notaufnahme im Elbland-Klinikum Meißen und dann noch in einer Funktion als Notarzt im Landkreis Meißen, als leitender Notarzt im Landkreis Meißen. Richtig ausgedrückt, Herr Neumann? Das ist nicht ganz korrekt, sondern es heißt ärztlicher Leiter Rettungsdienst für den Landkreis Meißen. Sie sehen es mir nach. Ich sehe es Ihnen nach. Das bin ich, da bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Dann, wir wollen jetzt heute über das Thema, wie ist der Notdienst oder wie ist der Rettungsdienst im Landkreis Meißen unter Ihrer Leitung organisiert. Wie ist er denn organisiert im Landkreis Meißen? Der Rettungsdienst im Landkreis Meißen bzw. in Gesamtdeutschland ist gegliedert in die Teilbereiche Notfallrettung und Krankentransport. Die Organisation und die Ausgestaltung ist aber in den jeweiligen Rettungsdienstgesetzen der Länder geregelt. Klassischerweise wird bei der Notfallrettung zwischen bodengebundener Rettung, Luftrettung, Wasser- und Bergrettung unterschieden, wobei natürlich der bodengebundene Rettungsdienst den größten Anteil einnimmt. Unter Notfallrettung versteht man die medizinische Akutversorgung von Notfallpatienten und deren Transport in die nächstgeeignete Versorgungseinrichtung. Stellt sich die Frage, was sind Notfallpatienten? Das sind akut Erkrankte und Verletzte, bei denen eine unmittelbare Lebensgefahr besteht oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu erwarten sind. Dafür halten wir im Landkreis Meißen insgesamt rund 20 Rettungswagen und 5 Notarzteinsatzfahrzeuge vor, die im sogenannten Rendezvous-System miteinander agieren. Also da ist man im Landkreis Meißen sozusagen flächendeckend von Katzenberg bis Lampertswalde, wenn man es mal so sagen darf, gut versorgt. Das ist korrekt, ja. Gut. Wann ruft man denn einen Notarzt? Immer dann, wenn man in Not ist, wählt man den Notruf 112 und wird mit der zuständigen Rettungsleitstelle verbunden. Der Landkreis Meißen gehört zum Leitstellenbereich Dresden und wird von dort disponiert. Der Leitstellenmitarbeiter nimmt die Notfallsituation auf, erfasst alle relevanten Daten und alarmiert die Rettungsmittel. Ob ein Notarzt zum Einsatz kommt, ist im bundeseinheitlichen Notarzteinsatzkatalog geregelt. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Patient über akute Luftnot klagt oder akuten Brustschmerz oder wenn ein Kindernotfall vorliegt. Ja. Es gibt aber eine große Anzahl an Rettungseinsätzen, die primär nur erstmal mit einem Rettungswagen bedient werden, beispielsweise wenn ein Patient gestürzt ist. Die Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen können im Rahmen ihrer erworbenen Kompetenz die Patienten suffizient versorgen und nur in Ausnahmefällen ist dann auch die Nachforderung eines Notarztes erforderlich, beispielsweise um Schmerzmittel zu geben wie Morphin oder andere weiterführende Maßnahmen zu machen beim Patienten. Jetzt mal abgesehen von den Entscheidungen, die die Rettungsleitstelle trifft, sind Sie für die Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis Meißen zuständig. Was gehört denn da alles zu Ihren Aufgaben? Also man kann das relativ allgemein formulieren. Also ich bin verantwortlich für die Qualität, Effektivität und Effizienz der präklinischen Versorgung und bin natürlich auch verantwortlich bzw. bemühe mich darum, auch Synergien in die Krankenhäuser zu schaffen oder Synergien mit den Krankenhäusern zu schaffen in der Notfallversorgung. Denn Notfallversorgung bedeutet ja nicht nur die Versorgung in der Präklinik, also außerhalb des Krankenhauses, sondern das ist ja ein nahtloser Prozess. Ja. Er geht am Notfallort los und geht dann in der Notaufnahme des Krankenhauses weiter. Und da sehe ich natürlich meine Aufgabe hauptsächlich. Es ist ein großer Vorteil, dass ich natürlich beide Sektoren gut kenne. Zum einen natürlich die klinische Notfallmedizin im Krankenhaus im Bereich der Notaufnahme, aber eben auch die präklinische Versorgung als Notarzt. Ich mache das mittlerweile seit über 20 Jahren und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Und damit ist es schon ein großer Vorteil, dass man praktisch an der Schnittstelle zum einen agiert, von Rettungsdienst und Klinik, zum anderen natürlich auch wirklich in beiden Sektoren tätig ist. Welche Rolle spielen denn die Elblandkliniken in der Versorgung eines Notfallpatienten hier im Landkreis Meißen? Eine sehr große, denn die Elblandkliniken verfügen mit ihren 3 Standorten in Radebeul, Meißen und Riesa über 3 Akutkliniken mit fast 1000 Krankenhausbetten. Jedes Klinikum hat eine eigene Notaufnahme, in der Notfallpatienten vollumfänglich 24/7 versorgt werden. Es gibt eine Besonderheit, und zwar im Hinblick auf spezielle Notfälle. Die versorgen wir zum Teil tatsächlich nur in speziellen Kliniken. Ich will ein Beispiel nennen, der akute Schlaganfall. Der wird
ausschließlich bei uns im Landkreis im Klinikum in Meißen versorgt, in der Stroke Unit oder aber auch der akute Myokardinfarkt, und zwar der akute Hebungsinfarkt, der im Klinikum in Riesa versorgt wird. Als Herzinfarkt. Ach, genau. Also der akute Herzinfarkt im Klinikum in Riesa. Dort haben wir eine sehr moderne Herzkathetereinheit mit zwei Behandlungsplätzen, sodass auch Patienten parallel versorgt werden können. Damit haben beide Kliniken tatsächlich auch eine überregionale Bedeutung. Unfallpatienten wiederum werden in allen Kliniken versorgt, vollumfänglich 24/7. Die Notaufnahmen und die Kliniken sind auch als entsprechende Traumazentren zertifiziert und auch den Traumanetzwerken angegliedert. Herr Dr. Neumann, kann man sagen, wer im Landkreis Meißen wohnt, ist prinzipiell in Notfällen gut versorgt? Das kann man so sagen. Wie bereits erwähnt, halten wir im Regelrettungsdienst des Landkreises 20 Rettungswagen und 5 Notarzteinsatzfahrzeuge vor. Bedarfsabhängig können wir aber auch auf andere Rettungsmittel der angrenzenden Landkreise oder der Landeshauptstadt oder auch auf die Luftrettung zurückgreifen. Um aber der zunehmenden Inanspruchnahme des Rettungsdienstes gerecht zu werden und auch rettungsdienstliche Einsatzspitzen besser abfedern zu können, wird das Rettungswagennetz modernisiert, sukzessive ausgebaut und weitere Rettungsmittel in Betrieb genommen. Insofern sind wir für die Zukunft gut gerüstet, denn oberste Priorität ist, dass wir schnellstmöglich, also innerhalb der Hilfsfrist, bei unserem Patienten sind und ihn bestmöglichst versorgen. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Neumann, für das Interview. Gern.